Betreut wird Manfred Konietzka von der neuen Nummer 3 in seiner Mannschaft, Fritz Huhn, dem 46-jährigen Spieler aus der DDR, der seine erste Berliner Meisterschaft in West-Berlin bestreitet. Hören wir uns an, was Fritz Huhn im Interview Christian Gretsch zu sagen hat. Vor der Kamera haben wir jetzt Fritz Huhn, ein in Berlin neuer Spieler, der in diesem Jahr neu nach West-Berlin gekommen ist. Fritz, sag mal, kannst du uns erzählen, welche Eindrücke für dich hier in diesem Jahr neu waren in Berlin? Unterschied vielleicht zu dem, was dir bekannt von drüben ist? Also mir war im Prinzip alles neu, vom Lebensstil im Westen zu dem in der DDR, dass hier alles etwas lockerer und entspannter ist als drüben im beruflichen und privaten Leben. Im sportlichen Bereich läuft das alles ähnlich hier in West-Berlin wie in der DDR, weil in der DDR eben Tischtennis nicht so gefördert wird und in West-Berlin ist es eben auch ein bisschen unter dem Niveau der Bundesrepublik. Aber mich hat hier eben beeindruckt, dass die Spieler hier trotz alledem die Möglichkeit haben, überall teilzunehmen an Turnieren, wo sie eben hinfahren möchten und wollten. Und das war eben bei uns in der DDR nicht der Fall. Ja, dass wir älteren Spieler, für uns waren die DDR-Meisterschaften eben das Ende aller Dinge, keine internationalen Meisterschaften, keine Senioren-Weltmeisterschaften und nichts. Ja, und wie sieht es mit dem sportlichen Niveau im Vergleich aus? Ich meine, du bist jetzt rübergekommen, hast drüben beim amtierenden DDR-Meister gespielt. Ja. Und vielleicht lässt sich daraus auch jetzt ein Vergleich ableiten zum spielerischen Niveau. Also meines Erachtens nach ist das spielerische Niveau in der DDR-Spitze etwas höher als in West-Berlin, nicht wesentlich. Aber in West-Berlin sind eben die Spieler in der Lage, eine bessere Aufschlagtechnik zur Geltung zu bringen. Ja? Also sie haben gefährlichere Aufschläge als die Spieler in der DDR. Ansonsten, wenn es zum Spiel kommt, möchte ich sagen, ist die DDR-Spitze doch etwas stärker. Ja, na dann möchte ich hoffen, dass im nächsten Jahr vielleicht bei der Meisterschaft noch ein, zwei Runden mehr drin sind. Im nächsten Jahr ist aller Wahrscheinlichkeit noch mehr drin, weil man muss sich erst an die neue Umgebung gewöhnen, auch nervliche sehen, mit dem ganzen Leben hier erstmal fertig werden. Ja, das sind doch gewisse Anpassungsschwierigkeiten, die jeder hat, der aus der DDR kommt. Vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Dank. In einer weiteren Begegnung des Viertelfinales stehen sich Andreas von Karstedt und Christian Thomas gegenüber.